Ja, guten Morgen. Viertel nach sechs ist es, der Wecker hat geklingelt. Oh, ich bin noch ganz schön müde. Was macht ihr denn eigentlich so morgens? Bei uns läuft das so, ich gehe eigentlich immer runter in die Küche und bereite das Frühstück für die Kinder vor. Ich mache mir immer erstmal einen Tee und dann räume ich noch so ein bisschen von gestern auf. Das ist ja jetzt alles trocken. Ja, und dann fange ich irgendwann an mit dem Frühstück für den Kindergarten, für die Schule. Wir haben da eigentlich immer belegte Brote, das seht ihr ja gleich. Ja, warum denn jetzt dieses Video? Morgenroutine. Ich dachte, Morgenroutine, das interessiert die Leute. Die Leute wollen gerne wissen, was machen die Menschen so in ihrem Alltag. Ja, ich weiß, man sieht gerne irgendwie schreiende Kinder, fluchende Eltern, vielleicht verschlafene Eltern, vielleicht ungeschminkte Mütter, die sich jetzt erstmal aufwendig zurechtmachen. Ja, ihr kennt mich, da gehöre ich nicht dazu. Oh, ich bin müde, wie ihr seht. Ich synchronisiere das gerade nach. Hat mich das gähnen am Kühlschrank gerade angesteckt. Ja, es ist übrigens 21:50 Uhr. Ungefähr anderthalb Jahre später, als ich das Video gedreht habe, komme ich mal dazu, das zu bearbeiten. So viel zu meinem Alltag. Ja, warum gerade jetzt? Also ich habe das Video schon vor längerer Zeit gedreht. Inzwischen sind wir umgezogen. Das ist nicht mehr meine aktuelle Küche. Ich räume hier noch auf und ich habe ein Video für Morgenroutine. Warum? Kennt ihr den Hashtag unversichtbar? Ja, das ist so eine Kreuzung, eine Wortkreuzung oder auch eine Neuschöpfung, ne? Neologismus, unverzichtbar und unsichtbar. Warum? Ja, das ist eben diese Care-Arbeit, Fürsorge, Pflegearbeit. Und da gehört zum Beispiel sowas wie morgens Frühstück für die Kinder machen dazu. Da spricht keiner drüber und das ist auch für jeden irgendwie total selbstverständlich, dass das erledigt wird. Und das wird ja in der Regel auch erledigt, völlig selbstverständlicherweise. Und übrigens auch relativ selbstverständlicherweise durch die Mütter der Kinder. Es ist tatsächlich so, dass die große Mehrheit dieser Care-Arbeit, der unbezahlten Fürsorgearbeit durch die Mutter erbracht wird. Natürlich gibt es auch viele alleinerziehende Väter, die das genauso machen, möchte gar nicht abstreiten, aber wenn man allein auf die Zahlen guckt, sind es allergrößtenteils die Mütter. Und das ist ja auch voll okay. Ich meine, warum sollte man das nicht machen? Es macht ja vielleicht auch Spaß. Frauen können das ja vielleicht auch alles viel besser. Aber ja, ich sehe das nicht so. Ich finde nicht, dass irgendwie die Frau besser Brote schmieren kann als der Mann. Und trotzdem seht ihr mich hier in der Küche rumstehen und das machen. Er jetzt schon knapp 10 Minuten. Jeden Morgen das Gleiche. Und wisst ihr, was mein Mann in der Zeit macht? Der duscht. Ja, bitte einmal aufschreien, weil das geht ja gar nicht. Also, was soll das jetzt hier? 10 und es ist noch nicht vorbei, Minuten. Stehe ich jetzt schon in der Küche und mache nur was für diese Kinder und schmier denen ihre Brote mit Obst und ohne Gemüse, aber Vollkornbrot. Und der Mann duscht. Ja, ist scheiße, oder? Dumm gelaufen für mich. Ja, aber ich kann euch sagen, was der Trick ist oder der Deal, den ich zumindest mit meinem Mann getroffen habe. Wir versuchen uns schon diese ganze Hausarbeit, denn so kann man die Care-Arbeit natürlich auch nennen, Hausarbeit. Aber Hausarbeit ist eben nur ein Teil von Care-Arbeit. Aber sagen wir in diesem Fall gerne mal Hausarbeit, um da klarere Begriffe zu nutzen. Diese Hausarbeit wollen wir uns aufteilen. Also auch die Care-Arbeit, auch die ganze Kinderarbeit. Wer bringt wen zum Kindergarten, wer holt ihn ab und wer geht zum Geburtstag und wer überlegt sich, welches Geschenk wir kaufen, das ist ja auch viel im Moment in der Diskussion unter dem Begriff Mental Load, also so ein bisschen, was man sich im Kopf an To-Do-Listen speichert. Die Last, die mentale Last. Ja, und mein Mann und ich teilen das, und zwar habe ich die Wäsche komplett aus der Hand gegeben. Ja, auch jetzt wird noch mal Aufschrei bitte, weil Männer können ja vielleicht gar nicht so gut waschen wie Frauen. Naja, wir haben eine Waschmaschine, deswegen ist es egal, die wäscht gleich gut, egal wer die befüllt. Und das ist auf jeden Fall eine ganz gute Regelung, muss ich sagen. Ich finde es eigentlich ganz gemütlich, morgens da so ein bisschen so rumzuwursteln. Gut, manchmal geht es mir auch auf die Nerven, aber in der Regel ist das okay. Und dafür habe ich den ganzen Wäschekram ausgelagert. Das ist ein ganz guter Deal, finde ich. Ja, jetzt kann man es irgendwie doof finden und sagen, Care-Arbeit, das interessiert mich nicht, mach doch einfach, wie du willst. Finde ich auch voll okay, diese Meinung. Aber Frauen arbeiten oftmals in Teilzeit
um diese unbezahlte Arbeit machen zu können. Und Frauen haben dann später weniger Rente und sind finanziell sehr abhängig vom Vater ihrer Kinder. Und das finde ich irgendwie doof. Deswegen dieses Video heute, um ein bisschen zu sensibilisieren für diese unbezahlte, unsichtbare Arbeit. Vielleicht wollt ihr auch mal mit dem Vater eurer Kinder darüber reden, wer was leistet und wer welche Arbeit übernehmen kann und wie ihr euch diese ganze Hausarbeit und Care-Arbeit und mentale Pflicht gut aufteilt. Denn auf 4 Schultern ist das meistens besser als auf 2. Ja, das ist mein Input von heute. Morgenroutine ist vorbei. Ich habe mir einen Tee sogar noch gemacht für die Arbeit. Den nehme ich nachher mit. Einen Apfel habe ich mir auch eingepackt. Brote sind geschmiert. Müsli ist fertig. Jetzt werden die Kinder geweckt und angezogen. Und irgendwann frühstücken wir und irgendwann gehen die Türen zu und wir sind aus dem Haus raus. Ich wünsche euch einen guten Morgen oder eine gute Nacht, je nachdem, wann ihr dieses Video schaut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.